Hey ho und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Minecraft Techland. Wir haben hier gerade die Aussicht ein bisschen genossen, denn es ist wieder mal schönes Wetter. Die Sonne hier, ich mag diesen Shader einfach. Es ist mein Lieblingsshader. Und ich muss einfach sagen, er sieht einfach jedes Mal aufs Neue göttlich aus. Wenn ihr euch auch mal die Wand anguckt, richtig gut, gefällt mir. Wenn ihr euch das mal so anguckt, also mir gefällt es ziemlich gut. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ey, Linus, wo kommt denn das her? Wer hat denn das gebaut? Was ist denn hier los? Ja, folgendes. Ich hatte versucht, vorhin mal eine Folge aufzunehmen. Leider gab es einen kleinen Fehler. Dabei habe ich aber nur das gebaut, von dem wir jetzt gar nicht mal so schlimm. Jetzt haben wir das wenigstens schon fertig und können diese Folge vielleicht mal mit diesem Turm hier anfangen. Zudem, bevor ich es vergesse, was ist denn da hinten los? Warte mal, ist hier noch wer auf dem Server? Oh, der kam gerade erst drauf. Cool, hallo. Leider habe ich diese Folge was zu reden. Oder was heißt zu reden? Wir lassen ihn einfach mal bauen, während ich hier jetzt auch baue. Und zwar will ich diesen Turm hier fertigstellen. Bevor ich es vergesse, würde ich aber erstmal sagen, hier du, genau, Infovideo, Leute. Könnt ihr bitte reingucken, und zwar, das letzte. Ich verlinke es euch hier auch nochmal im Video. Ihr müsst euch nicht angucken, aber in dem Video rede ich nochmal über neue Projekte, die anstehen werden. Also Sachen, worauf ihr euch gefasst machen könnt. Da sind vielleicht noch so ein, zwei Projekte dazugekommen. Aber da verrate ich erst mehr, wenn sie wirklich in Planung sind. Die sind gerade nur so spekuliert, sage ich jetzt einfach mal. Aber freut euch drauf, es steht viel in Planung. Viel in Planung für dieses Jahr noch. Oder viele Sachen, die dieses Jahr noch starten werden. Aber viele Sachen, die auch erst nächstes Jahr vielleicht kommen werden. Da freut euch auf jeden Fall drauf. Ich freue mich mega drauf. Also ich verlinke euch nochmal das Infovideo. Da könnt ihr reingucken. Könnt ihr sehen, was ich für neue Projekte gemacht habe. Und ich habe auch meinen Kanal ein bisschen umgeordnet. Und ich weiß gar nicht, was ich sonst noch darüber rede. Aber ihr findet es auf jeden Fall. Oder ihr werdet es dann sehen. Geht auch nicht so lang, könnt ihr euch eben mal kurz geben und dann euer Feed dazu in die Comments schreiben oder was ihr euch vielleicht für Projekte wünscht. Ich bekam ja in letzter Zeit viele Vorschläge für Projekte, was ich ziemlich nice finde, denn Vorschläge finde ich immer gut. Zum Beispiel, ja, das ist jetzt auch nicht so wichtig, Projekte und so, die werden auch immer dann in Infovideos genannt, da ich halt jetzt hier eben in dem Spiel, in das ich gerade spiele, da will ich halt auch über das Spiel reden oder halt über irgendwas anderes, was halt komplett kein anderes Spiel ist oder sonstiges. Komisch, aber wahr. Genau, also Infovideo verlinke ich euch, guckt da auf jeden Fall mal rein. Zudem hat mir der liebe MC Master LP geschrieben, hier Freundchen, erwähnt doch mal alle Leute, die Kommentare schreiben. Und yo, ich habe das mal eine Zeit lang sogar, glaube ich, gemacht. Ich habe, glaube ich, am Anfang immer so ein bisschen Kommentare vorgelesen, genauso wie sie mir geschrieben wurden. Danach habe ich nur noch so gesagt, yo, der hat das und das geschrieben. Also ein paar Folgen, da gibt es schon noch so, wo ich halt auch die Namen verwende. In letzter Zeit ist mir das auch aufgefallen. Es ist, also ich habe das am Anfang gar nicht realisiert, aber jetzt, wo mir das geschrieben wurde, yo, stimmt, ich sag hier gar keine Namen mehr und so, was ich natürlich auch schade finde. Und deswegen führen wir das mal wieder ein. Und da können wir gleich mit vielen, vielen Namen kommen. Und danke dafür, Leute. Es macht mich einfach mega happy. Und ich finde es einfach mega geil, dass ihr so geil in Sachen Feedback dabei seid. Und deswegen würde ich mich auch freuen, wenn ihr beim Infovideo vorbeischaut. Denn ein Projekt, das betrifft auch Sachen Minecraft. Da würde ich gerne mal euer Feedback dazu hören. Seht ihr dann aber alles im Infovideo. Genau, das kam gestern online oder vorgestern. Ja. Dann zudem noch, ja, können wir gleich mal anfangen, hier von wegen Leute erwähnen. Tut mir erstmal leid, wenn ich hier irgendwen falsch ausspreche. Wenn ich aber irgendwen falsch aussprechen sollte, schreibt sofort in die Comments. Dann sagt ihr so, ihr müsst es nicht als neues Kommentar machen, ihr könnt mir direkt auf den Kommentar antworten und könnt dann schreiben, ey, yo, Linus, so spricht man mich nicht aus, sprech mich bitte so aus. Zum Beispiel, wenn ich sage, hier MC Master LP, ich schätze das jetzt einfach mal, man weiß ja nicht, für was MC steht oder ich, weißt du, ich vermute es jetzt einfach mal, es könnte auch sein, dass das Mac Master LP heißt, von dem her, nur so als Beispiel. Hier, also da bitte einfach einen Kommentar zu schreiben, vielleicht ein Vergleichswort, wo man weiß, wie man es ausspricht, so ein alltagstypisches Wort, oder vielleicht auch so mit mehr Buchstaben, damit ich weiß, wie man es ausspricht, oder einfach irgendwas. Und falls ich es aussprechen wollte, tut mir echt leid, Leute. Ist auf jeden Fall nicht böse gemeint oder sonst irgendwas. Es liegt nur daran, dass ich generell in Sachen Aussprache bei neuen Wörtern, die ich nicht kenne, sehr schlecht bin. Was auf jeden Fall irgendwie auch keine Sache, keineswegs schlimm sein sollte. So, und zwar fangen wir mit dem ersten Comment an, und zwar mit dem wir hier gleich loslegen wollen. Und zwar hieß es von, oh ja, bei dem Namen, den finde ich ganz schwer. Oh, Entschuldigung, oh, Spinne, tut mir leid. Dem Namen tut mir erstmal leid, wenn ich das jetzt falsch aussprechen werde. Und zwar, Fawad,
Baukarma. Vielleicht fühlt sich derjenige jetzt angesprochen. Tut mir leid, falls ich das falsch ausgesprochen habe. Wenn ja, schreib es mir bitte irgendwie in die Kommentare, mit, dass ich es vielleicht aussprechen kann, falls ich es falsch ausgesprochen habe. Und zwar hat er folgende geschrieben. Könnt ihr euch vorstellen, so eine U-Bahn-Strecke zu bauen und zu bauen, mit dem jeder von euch sich mit einem Wagen überall hin schnell transportieren kann, also mit Bahnhof und so. Und das haben wir, glaube ich, vor ein paar vielen Folgen in Anspruch genommen. Und zwar seht ihr jetzt auch schon, hier Richtung Hauptbahnhof. Hier steht sogar ein Minecart, können wir direkt mal fahren. Wenn es denn auch an der richtigen Position, perfekt. So, zack, fahren wir direkt mal los. Und gucken uns an, was es da gibt. Denn wir haben ja einen Bahnhof, ihr seht ja hier schon Strecke, zack, ich zeige es euch jetzt einfach nochmal, können wir hier direkt aussteigen. Und hier sind wir auch schon am Bahnhof. Ihr seht, der Bahnhof ist noch in Arbeit, da wurde noch nicht genau, wurde noch nicht weitergebaut, genauso wie mit dem, Inventar, Lagersystem, genau, Lagersystem heißt das Ding. Ihr seht, also Bahnhof ist in Arbeit, geht es momentan nur zum Lagerhaus und wieder zurück, das auch noch in Arbeit ist. Hier gibt es aber noch andere Strecken, die definitiv möglich sind. So, Bahnhof, dann haben wir das geklärt. Hier, Freundchen, es gibt schon einen Bahnhof. Müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Wir müssen den höchstens vielleicht ausbauen. Hier seht ihr auch den Hochweg zu unserem Ding. Wenn ihr mal wieder wollt, dass ich ins Nether gehe, sagt mir Bescheid. Und wenn ihr wollt, dass ich mehr Tanks baue, oder wenn ihr euch mit irgendeinem Stuff auskennt, das ich machen kann, wenn zum Beispiel irgendwer weiß, wie man eine Query anständig zusammenbaut oder so, schreibt es mir in die Comments. Freue ich mich immer drüber. Oder sagt, ey, yo, probier mal das aus. Ich kenne das noch von TechKit oder ich habe das mal gemacht, dass ich mit einem Freund gespielt habe. Ziemlich cool, Linus, probiert es aus. Schreibt es mir in die Comments. Freue ich mich über alles und ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. So, wir machen jetzt mal Folgendes. Das macht die Sache doch schon ein bisschen schöner, finde ich zumindest. Und warum, ich könnte jetzt auch hier, wenn ihr mal guckt, ich könnte jetzt auch hier einfach so, zack, so machen. Also ich könnte jetzt auch hier auch stattdessen eine Treppe hin machen, dass es so gleichmäßig ist, aber ich finde es so ein bisschen schöner, wenn es ein bisschen chaotisch ist. Sage jetzt einfach mal, chaotisch ist einigermaßen okayes Wort dafür. Das bauen wir jetzt einfach, das muss weg, Entschuldigung, aber das muss weg. Das auch und das auch. Haben wir hier ein bisschen mehr Space. Wir müssen auch noch gleich gucken, wo wir hier Stockwerke reinbauen in diesen Turm. Oder inwiefern wir Stockwerke reinbauen. So, dann haben wir auch noch ein zweites Comment bekommen. Und zwar... muss immer auf mein Handy abschauen. Ich fotografiere mir das nämlich ab. Damit ich auch genau das vorlesen kann, was ihr geschrieben habt. Weil dann ist es ein bisschen organisierter und so. Und zwar haben wir hier mal bekommen von MC Monster LP. Und zwar erstmal hier... Bau doch zwei Türme auf dem Tor, müssen ja nicht groß sein. Und in den Türmen kannst du eine Redstone-Schaltung verstecken. Und zwar hatten wir darüber geredet, in den Comments halt. Also wenn ihr die Comments verfolgt, könnt ihr auch mal, wenn irgendwer anders einen Comment geschrieben hat, ich darauf geantwortet habe und ihr habt auch eine Meinung dazu, könnt ihr da gerne auch noch zu schreiben. Kein Thema. Freue mich auch, wenn ihr euch untereinander so ein bisschen unterhaltet. Und zwar hieß es, dass ich dieses Tor mit einer Redstone-Schaltung betreiben soll. So, und dass ich die Redstone-Schaltung, da hatte ich überlegt, ja, wie machen wir denn das? Die Redstone-Schaltung könnte man in den Türmen verstecken, wurde mir vorgeschlagen. Finde ich nice, so links und rechts vielleicht so ein Turm. Sähe bestimmt auch ganz nice aus und das werden wir wahrscheinlich auch ausprobieren. Jetzt ist die Frage an euch, wenn wir dieses Tor hier mit einer Redstone-Schaltung machen, wie soll das funktionieren? Ich fände das ziemlich nice, wenn das gehen würde irgendwie. Wenn irgendwer sich mit TechKit ausgeht oder weiß, dass, ey yo, bei TechKit gibt's das und das, damit kann man das machen oder so, schreibt es bitte rein in die Comments. Und ich weiß nämlich nicht, wie man das zustande kriegen sollte mit Redstone. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Pisten machen, die von oben drauf drücken. Das wird eine Etage runtergehen und wenn man es dann wieder hochzieht, wird nur die oberste Reihe hochgehen. Wisst ihr, was ich meine? Also das geht nicht so leicht, wie ich mir das vorstellte. Was natürlich ziemlich blöd ist. Deswegen könnt ihr damit zu bitte euren Feed dalassen. Ich weiß nicht, warum ich das Feed nenne. Feedback. Feed halt Abkürzung und so. Also wenn ihr wisst, wie man das Problem lösen könnte oder ob ihr vielleicht einen besseren Vorschlag dazu habt. Genau. Hier bauen wir auch mal noch ein bisschen weiter. Wir müssen gleich mal noch schlafen gehen. Denn wir wollen ja nicht bei Nacht arbeiten. Das wäre natürlich blöd. Deswegen gehen wir jetzt eben schnell schlafen. Solange es jetzt noch hell, dunkel, weiß Gott was wird. Und da seht ihr auch den wunderschönen Sonnenaufgang in der Ferne. Es ist einfach majestätisch. Dieser Turm sollte hier noch irgendwann fertig gebaut werden. Und generell diese Seite von der Burg sieht noch nicht so gut aus, denn ich finde, die andere Seite von hier sieht schon ziemlich viel geiler aus. Wir stecken jetzt mal hier überall unsere Stöcke rein. Wenn ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir das nämlich schon mal gelöst, das Problem. Oder was heißt gelöst? Gefüllt jedenfalls. Achso, nochmal Sache zu dem Bahnhof. Wir haben hier einen Bahnhof. Ich benutze den ja nie. Einfach, weil ich fliegen kann. Und fliegen geht einfach viel schneller.
mag vielleicht daran liegen, dass das eben eine U-Bahn ist und Untergrund ist und dann merkt man das nicht so oft. Oder vielleicht, weil einfach noch zu wenig Connection ist. Momentan lohnt sich das ja noch nicht wirklich damit rumzufahren. Aber das kommt bestimmt noch, So, dieses Zimmer muss auch noch, muss alles noch gebaut werden, Leute. Wir haben noch viel vor uns. Aber wir wollten jetzt erstmal schlafen gehen und unser Zimmer ist da. Wir müssen auch noch irgendwann Max sein Zimmer weiter bzw. fertig bauen. Und uns mit Computercraft ein bisschen beschäftigen. Ups, da habe ich gar nicht geantwortet. Habe ich nicht gesehen, weil ich im F1-Modus war. Tut mir leid. So, wir haben aber noch ein drittes Kommentar bzw. eine dritte Sache bekommen, worauf ich achten soll oder was ich machen soll. Und zwar können wir da gleich mal hinfliegen. Oh, guck mal, da drin hat vorhin ein Skeleton gesteckt. Oh, hier wurde alles bepflanzt. Sehe ich das richtig? Egal, kann ich mich gerade auch irren. Und zwar zu diesen Flaggen habe ich mich gefragt, jo, wie soll das denn aussehen? Oder wie sollen die denn werden? Und dann wurde mir geschrieben, jetzt muss ich wieder kurz an mein Handy. Sehr stressig. Zack. Da ist es. Genau, und zwar hieß es einmal hier so, von MC Master LP, und zwar, die Flagge sollte mindestens 4 breit sein. Da habe ich nämlich gefragt, yo, wie findet ihr das? Wie geil soll das aussehen? Hier so 2 breit oder sieht es so 1 breit zu lame aus oder wie auch immer. Genau, 4 breit und 4 lang war der Vorschlag. Jetzt frage ich mich, meinst du wirklich diese Flaggen hier am Tor, weil da ist ja nicht wirklich Platz, um die für breit und für lang zu machen, oder meinst du die Flaggen im Generellen, also so eine fette Flagge, denn wir wollen zum Beispiel, und da hatten wir vor langer, langer Zeit drüber geredet, hier nochmal eine Flagge hinklatschen, da wird es zum Beispiel 2 breit nur gehen, da wird auch 4 breit nicht reichen, können wir ja eben mal machen eigentlich, das ist jetzt für 4 zu doof, Entschuldigung, machen wir das da oben. Da geht's nicht, oder wie? Was soll denn das? Jetzt was? Wie war die Flagge? Och man, jetzt muss ich ja nochmal hinfliegen. Guck mal, ich bin schon so vergesslich. Und zwar, ja, weiß-schwarz. Weiß-blau. Weiß-blau, genau. Zudem müsst ihr noch hier bitte zu, auch euren Kommentar lassen, denn hier bin ich echt verzweifelt. Soll die Mauer hier 6 hoch werden? Wegen der Erde? Oder soll sie hier so 6 niedrig bleiben? Das ist noch wichtig, das müsst ihr auch noch mir hier beantworten. Zudem, diese Seite hier sollte noch irgendwie geschmückt werden, es sieht ziemlich lame aus. Deswegen würde ich hier gerne vielleicht noch einen Turm hinbauen oder so, damit es ein bisschen mehr Spannung bringt, weil so, wie es momentan kahl ist, nee, nicht geil. So, jetzt bauen wir hier, habe ich jetzt schon wieder vergessen, was, welche, fuck. Wir machen jetzt mal auf random, so, hier. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt richtig war. Ich glaube nämlich nicht. So, aber wir gehen jetzt nochmal kurz nachgucken. Ach man, bin ich vergesslich. Weiß, blau und was haben wir da hinten? Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Oh Gott, bin ich vergesslich. Und da haben wir weiß, blau. Yeah, hat geworkt. Also seht ihr, jetzt haben wir hier eine kleine Flagge hängen. Sieht irgendwie nicht ganz so schön aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Schreibt bitte dazu auch euer Comment. Ihr könnt bitte zu allem euer Comment schreiben. Einfach zu allem. Hier in den Türmen können wir vielleicht auch irgendwie noch Flaggen hängen. Ich weiß aber nicht, wie genau. Da MFSU müssen wir noch bauen. Boah, haben wir noch viel Stress vor uns. So, aber jetzt bauen wir erstmal hier an der Mauer weiter, beziehungsweise diesen Turm hier. Denn diesen Turm hätte ich gern, diesen Turm würde ich gerne bauen. Diesen Turm hätte ich gerne irgendwann auch fertig, in Anführungsstrichen. So, jetzt ist die Frage, wie verzieren wir das hier? Denn ich hätte das gern im Style von der Mauer. Oh, hier muss noch hin. Zack, zack. Können wir das wieder runterholen. Okay, zack. Das kann eigentlich weg. Das können wir vielleicht eher brauchen bei einer Mauer. Ja, das können wir vielleicht eher brauchen. Guter Einwand. So, jetzt machen wir erstmal hier noch eine Etage hin. Denn da muss auf jeden Fall eine Etage hin. So, und in Türmen würde ich sowieso eher die Leitern bevorzugen als irgendwelche, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Ach, Fackeln können wir ausrüsten. Statt der Axt. Axt ist gut. So, bauen wir hier nämlich noch gleich Licht dahin. Zubauen. Genau, Leitern sind sowieso hier besser. Jetzt ist gleich noch die Frage, wo wir die Leiter hinbauen wegen den Fenstern. Genau. Zack, bauen wir zu. Und jetzt müssen hier irgendwo noch Fenster hin. Dazu müssen wir vielleicht raus. Raus kommen wir da hinten nicht. Das ist durchdödelig. Ich komme hier nirgends raus, gell? Scheiße, jetzt habe ich mich selber eingesperrt. Wie breit ist denn das? Da kann ich genau da eine Leiter hinbauen. Und da vielleicht. Ich weiß es nicht. Muss ich mir jetzt angucken. Wow. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt müssen wir uns angucken. Das würde ich gerne noch ein bisschen verzieren auf irgendeine Art und Weise.
Oh, das ist sogar eins zu niedrig. Ach so, das ist ja extra eins niedriger. Weil Seite rechts und so. Jetzt müssen wir kurz gucken. Inwiefern könnte man das nämlich verzieren? Das ist so eine Frage, die ich mir tagsüber stelle. Die würde ich gerne vielleicht so verzieren. Ja, das ist gut, das ist gut. Zack, zack. Das können wir ersetzen. Ups. Guck, das war nicht diese Hand. Die buddelt einfach zu stark. Und jetzt bauen wir einfach hier überall. Obwohl, da unten könnten wir eigentlich auch Half-Lifts hinsetzen. Ja, das sieht ganz gut aus. Sieht ganz gut aus. Gefällt mir. Zack, wunderschön. Können wir uns ja mal angucken. Sieht ein bisschen monoton aus, vielleicht von der einen Seite her. Jetzt müssen wir aber hier noch Fenster reinklatschen. Dann macht das das Ganze nochmal ein bisschen spannender, in Anführungsstrichen. Sind die jetzt zu hoch, zu niedrig, zu bla, zu blä? Tendiere. Sowas oder zwei? Ja, sowas ist, glaube ich, gut. Von der Fensterhöhe und von allem her. Ja, doch, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich würde aber gerne dann auch Stahlfenster reinmachen, oder? Holzzäune. Aber ich glaube, Holzzäune sehen in dem Fall ein bisschen blöder aus, oder? Was meint ihr? Wir können uns ja hier nochmal angucken. Die Stahlzäune, die passen halt dann doch mehr zu diesem Stein, gell? Können hier eben so zack reinsetzen. Und dann zack. Perfekto. Obwohl. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr hier meint, lieber Zäune oder lieber Gitter? Interessiert mich. Sieht aber, finde ich, so echt nice aus. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen mehr Fackeln hinhängen. Weil ich es einfach hab mit Fackeln. Ich weiß nicht, was ich da genau hab, aber ich mag Fackeln. So, hier haben wir auf jeden Fall auch mega viele Fackeln. Da müssen aber noch mehr Fackeln hin. Die Fackel vergesse ich bestimmt wieder. So, Fackel. So, jetzt müssen wir überlegen, wie hoch wir diese Etage machen. Und ich tendiere zu 4, weil 4 ist immer gut. Sprich, hier oben dann die Decke hin. Also so. So, diesen Turm, den bauen wir jetzt wunderschön. Sieht ja bis jetzt auch ganz gut aus. So, jetzt bauen wir nämlich. Jetzt soll der nämlich kleiner werden, ein bisschen. Und zwar, der soll kleiner werden und dann später wieder größer werden. So ungefähr stelle ich mir das vor. Inwiefern ich das gleich umsetzen werde, ist so die Frage. Aber so ungefähr wäre meine Idee. So. Das heißt, wir haben das jetzt hier einmal so, zack, zack, zack. Wow. Was mache ich denn? So, und jetzt würde ich das gerne, die Wände würde ich gerne hier hochziehen. Also so, wie sie eigentlich schon vorher waren. Pi mal Daumenmäßig jedenfalls. Hier müssen wir wieder zubauen. Müssen dann auch irgendwo einen neuen Turm, einen neuen Weg, einen Wisst schon, setzen für Leitern. Und zwar hier wahrscheinlich. Oder da hinten. Nee, ich glaube hier in der Mitte. Und zwar dann so. Brauche ich jetzt erstmal alles frei. Ich weiß nicht, ob wir da wirklich überall auf allen Seiten Leitern brauchen. Aber jetzt können wir es uns wenigstens noch überlegen. Wir können es auch vielleicht sogar aus Holz machen und dann den Stängel bis nach unten durchziehen. Das wäre vielleicht auch eine ziemlich nice Idee. Und zwar jetzt so. Und jetzt immer höher. Ich glaube, das ist sogar eine ziemlich geile Idee. Wenn ihr euch das mal anguckt. Also ich fände es nice. Und unten haben wir natürlich noch mehr Platz. Also das gefällt mir echt. Also ich finde, es sieht echt gut aus mit dem vielen Holz. Das hat einen echt guten Style. Gefällt mir wirklich gut. Könnt ihr mal, wie gesagt, euer Comment dazu schreiben. Du, ich komme mir auch so komisch vor, wenn ich jetzt habe ich es übertrieben oft diese Folge gesagt. Muss man schon mal sagen. Echt oft, aber ist doch geil, oder? Ist doch geil. So, jetzt überlege ich. Ich glaube, ich baue das sogar noch eins höher hier. Dann übergeht es nämlich mehr in die Mauer an sich. In den Turm an sich. Jetzt habt ihr schon mal einen kleinen Eindruck, wie groß der Turm wird bis jetzt. Und zwar hieß der jetzt noch nicht fertig. Der wird jetzt noch eine Etage kriegen. Und dann spitzt er sich noch mehr zu. Hier sieht er jetzt noch ein bisschen trist aus, fällt mir gerade auf, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber da kann man ja Flaggen hinhängen. Da kann man jetzt Flaggen hinhängen. Und zwar, wenn wir erstmal hier eben Flaggen nehmen. Und zwar hängen wir jetzt hier mal. Hier ist wieder so blöd. Hier kann man nämlich nur drei breite Flaggen hinhängen oder eins breite Flaggen. Und wir werden es jetzt in dem Fall mal mit einer eins breiten probieren. 1, 2, 3, 4, 5. So. Unten blau, oben weiß. Das gleiche hier auf der Seite. Dann sieht es nämlich ein bisschen fröhlicher aus, in Anführungsstrichen, ob man das jetzt fröhlich nennt oder wie auch immer. So.
Bisschen mehr Flagge, bisschen mehr Farbe. An den Seiten könnte man vielleicht hier und da auch noch was bauen. Das müssen wir aber alles noch gucken. Wir brauchen auf jeden Fall noch vielleicht mal eine Workbench irgendwann. Und sonstigen Stuff. So, hier könnte man jetzt vielleicht Fenster bauen wieder. Könnte man nämlich direkt gleich vorsorgen. Ups, das war falsch zum Beispiel. Habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. So. Und jetzt können wir vielleicht noch gucken, ob wir vielleicht irgendwie eine Connection oder eine bessere Connection zu der Mauer bauen. Aber ich glaube, da gibt es relativ wenig Möglichkeiten. Was jetzt meine Überlegung ist, ich hätte es vielleicht gern mit Dach oben oder nicht mit Dach oben. Entweder Zinnen oder Dach. Weiß ich aber gerade nicht. Das ist auch echt komisch, gell, dass ich in so einem Spiel wie Techland oder Tekkit an sich, wo ja sehr modern ist und sehr viel mit Strom und so gearbeitet wird, hier mittelalterlich baue. Ich mag einfach nur den Stil sehr. Und es macht mir sehr Spaß, das zu bauen. So. Jetzt habe ich hier das. Den Turm können wir auch noch bis ganz oben ziehen. Hier müssen wir jetzt auch noch neue Fackeln reinsetzen. So. So sieht es bis jetzt aus. Es sieht ein bisschen abgehackt aus, der Turm. Klar, hier muss jetzt noch hin. Zack, in die Mitte kommt viel. Da brauchen wir jetzt erstmal einen neuen Stein. Okay, wir holen uns noch, wir gehen jetzt schlafen, holen uns noch letzten 4 Stacks Stein und dann bauen wir jetzt noch diese Außendinger da rundherum. Gucken, wie weit wir halt jetzt kommen. Dass wir da so ein bisschen was haben. Schlafen wollte ich gehen, genau. So. Aber hier fehlt auch noch eine Tür. Fällt mir jetzt auf. Da wollen wir überall elektronische Türen hinmachen. Ich würde sowieso gern viel mehr elektronische Türen in diesem Schloss einbinden. Hier muss sowieso noch ein Wasserfall irgendwie nach unten hin. Müssen wir auch noch alles abchecken, wie das genau cool aussehen würde. So, jetzt brauchen wir das. Einmal 4 Stacks noch. Was wir damit jetzt machen wollen, ist einmal Treppen. Für den Übergang. Half Slabs haben wir ja genug. Gucken wir jetzt einfach, dass wir mit 2 Stacks bisschen Treppen bauen. So, zack. 64 wird fürs erste reichen, glaube ich. Die Half Slabs setzen wir mal noch da unten. Zack. Können wir eigentlich. Na, okay. So, das brauchen wir noch. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Nee, ich glaube, das ist so. Alles. Vorerst wichtige. Schilder haben wir halt auch noch keine platziert. Könnten wir auch noch irgendwo machen. Müssen wir auch noch irgendwo machen. Irgendwo muss das gemacht werden. Aber jetzt fliegen wir erstmal zu unserem Turm. Der momentan echt ganz gut aussieht. Gefällt mir gut, gefällt mir. Obwohl ich... Ach, Fackeln hätten wir noch holen können. Egal, machen wir mal anders. So, jetzt wünsche ich mir das hier. So. Auf jeden Fall auf allen Seiten. Weil Baum... Ich finde, das gibt ein bisschen Übergang. So, und jetzt ist die Frage, was wir hier bauen. Und zwar war meine Überlegung sowas. Ah, ist ja die Frage, wie das aussieht. Ich glaube, das sieht eigentlich ganz nice aus, oder? Ups, falsch gebaut. Ich glaube, das sieht echt nice aus an sich. So, zack, probieren wir das einfach mal aus, eben kurz, bei allen. Wir wollen ja auch immer wieder was Neues ausprobieren und sowas ist ja was Neues. Wenn wir mal Treppen nicht direkt an etwas dran bauen, sondern so als kleines Deko-Element. Wow, was... Bin ich auf meine Maustaste gekommen? Guck mal, meine Maustaste macht sowas. Cool. So. Hat Style? Hat Swag? Hat mal was Neues? Oder? Meint ihr nicht auch? Es hat was Neues? So mit diesen kleinen Leerzeichen. Leerzeichen nennt man das so. Es hört sich komisch an. Hört sich ganz komisch an, aber es ist an sich echt fresh. Ich hätte gerne den Turm noch ein bisschen mit mehr Flair. Ich finde, er hat so was bisschen, Rundes, was Eckiges. Aber ich glaube, wenn es jetzt höher wird, dann verschwindet es dieser eckige Gedanke nochmal ein bisschen mehr. So, jetzt können wir nämlich hier wieder sowas bauen. Überall die Fenster. Dann haben wir nämlich da ein bisschen mehr Variation in Sachen Bauweise. Oder was heißt in Sachen Bauweise? In Sachen
aussehen von außen. So, jetzt seht ihr, jetzt habt ihr da so ein bisschen mehr Variation, was die ganze Seite, ganze Sache noch ein bisschen cooler macht. Das kann man hier vielleicht auch machen, aber das sieht da, glaube ich, ein bisschen zu übertrieben aus, gell? Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr? Gut. Dann haben wir das geregelt, haben den Turm jetzt erstmal so hoch gemacht, bauen wir hier noch die Decke rein, die auf die Etage muss. Dann haben wir das nämlich geschafft. Können wir da unten gucken? Wie waren da die Fenster? Da waren gar keine Fenster. Da ist auch gar kein Platz für Fenster. Die Etage ist viel zu klein. Die hätten wir noch eins höher machen müssen. Haben wir aber nicht. Haben wir aber nicht. So, das lassen wir erstmal frei, weil wir da noch nicht wissen, inwiefern oder inwieweit da die Leiter, der Turm, der whatever Hochgang, ich weiß es nicht, sein soll. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie lassen wir das mal abgehen. So. Zack, wunderschön. Sieht ziemlich nice aus. Gefällt mir ganz gut, wenn es höher wird. Jetzt kommt da irgendwie noch Zinn drauf und sonstiges. Und dann macht es nochmal ein bisschen mehr was her. Find bis jetzt sieht es noch ein bisschen lame aus, auf irgendeine Art und Weise. Wenn da jetzt noch sowas dann kommt auf die Seite, dann macht es auch noch ein bisschen mehr was her. Von da sieht es eigentlich ganz fresh aus. Ich kann es euch ja mal angucken nochmal so. Ist hier irgendwo eine Sonne? Eine Sonne wäre jetzt ganz schön. Ist hier irgendwo eine? Eine Sonne wäre schön. Es regnet wahrscheinlich gerade, deswegen haben wir... Ich habe ja Regen und so ausgestellt. Das ist ja alles aus bei mir. Weil ich finde, ich mag Regen nicht. Deswegen habt ihr es auch bei mir in der Folge noch nie regnen sehen. Unglaublich. Also ich finde, das sieht echt nice aus bis jetzt. Regen, auf Sonne gibt es echt keine. So, bis jetzt. Da seht ihr den Turm. Wunderschön sieht er bis jetzt aus. Könnt ihr nochmal bei der anderen Seite sehen. Da ist aber nicht so viel Sichtfeld wegen den vielen Rubberbäumen. Ja, das Sichtfeld echt schlecht. Von da finde ich es viel besser. Können wir nochmal hier drauf fliegen. Seht ihr den Turm nochmal im Großen. Könnt ihr nochmal in Nahaufnahme sehen. Und das Tor nochmal. Könnt euch da eine Überlegung holen. Und könnt euch nochmal die ganze Mauer angucken. Der Übergang muss auch noch gemacht werden. Hier, dieser Weg wurde ein bisschen weiter gebaut. Ich weiß nicht, ob das schon letzte Folge war. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Können wir sonst noch angucken. Was gibt's sonst noch Neues? Hier, die ganzen Schafe hatten wir mal. Wow! Die Schafe voll bunt und die Kühe gemixt. Und da hinten und die Schlachterei, was ein bisschen brutal und tierverachtend ist, aber awesome für uns, weil wir Fleisch kriegen. Woo! Aber trotzdem tierverachtend. Schade. Hier das Haus. Da ist irgendwo doch ein Teich da hinten. Der ist neu. An der Arena. Und mit der Polizeistation. Gucken wir mal, ob wir auf diesem Computer in der Polizeistation mal was drauf ist. Oder mittlerweile was drauf ist. Wow. Nee, ist noch nicht. Da sollten wir vielleicht mal was draufschreiben. Wäre ganz lustig, mit so einem geheimen Kabel oder so. Die Kabel sind halt auch so mega teuer von diesen Computern, gell? Das nervt mich ein bisschen. Man kann natürlich einfach Redstone-Output machen, nach rechts oder links, und kann dann einfach ein ganz normales Redstone-Output geben, wenn was direkt daneben ist, aber ansonsten brauchen wir Kabel, und die Kabel machen das Ganze ein bisschen schwieriger. Das ist ein bisschen blöde. Naja, der Turm ist in Arbeit, der Turm sieht ganz fresh aus, und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, und ciao, meine Freunde! Ach so, und eine Sache noch. Soll ich überhaupt zu euch Tschüss sagen, wenn eh noch ein Outro kommt, oder was haltet ihr davon? Schreibt es auf jeden Fall mal in die Comments ab, und ich hoffe, dass ihr schön zugespammt wird mit viel Zeug. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Holy moly, da haben wir Wildewolds alle einiges vor uns gehabt. Wir haben den Turm gebaut, oder mehr oder weniger gebaut, also lasst mal euer Feedback dazu da. Ich habe euch ganz, ganz oft gefragt, oder gesagt, yo, Feedback, ah! Und hab jetzt eingeführt, vorzulesen mal wieder, was bei euch so abgeht, oder wer welches Kommentar geschrieben habt. Und ihr könnt jetzt einfach mal euer Feed dazu da lassen, zu den Flaggen, zu dem Torhaus, zu den Turm, zu der U-Bahn, zu dem Lagersystem, zu allem, was ihr meint, und schaut beim Infovideo vorbei. Ich verlinke es euch hier nochmal, falls ich es nicht vergesse. Denn da reden wir nochmal über kommende Projekte, also macht's gut, bis zum nächsten Mal, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ihr könnt auf das Techland-Logo klicken, um zur letzten Folge gelangen und abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Tschüss!